Sie mussten alles zusammenpacken, Wertvolles abgeben, Ja, was nicht versteckt werden konnte oder anderweitig mitgenommen ja. werden Und konnte. derweil wir packten, waren Japaner unten in unserer Küche gewesen und hatten alle Birnen aus den Lichtern genommen. Da fing das schon an. Jetzt sollten Sie mit dem Schiff zurückfahren. Ja. Wie verlief die Überfahrt? Die Überfahrt war okay, aber das war ja, die Schiffe waren ja nicht, das ist das zweite Mal, dass wir auf dem Schiff waren, nicht? Aber wenn das Truppentransporter sind für den Krieg und jetzt kommen Kinder und Mütter dahin, eine Koje über eine andere, eng, eng, große Säle und was nicht alles. Es war nicht leicht. Es war gar nicht leicht. Viele Kinder sind aus den Betten gefallen, geschrien und was nicht alles und so weiter. Aber die Japaner, die Amerikaner, die waren sehr großzügig. Jede Mutter oder jeder, da waren ja auch natürlich die, die schon vor dem Krieg da waren, die wurden ja auch weggeschickt. Für die war das ja noch schlimmer. Die hatten ja Wurzeln gefasst dort und wohnten schon lange da. Die waren auch dabei und die kriegten alle Zigaretten. Immer wieder Packungen von Zigaretten, ja? Da unsere Mutter ja nie geraucht hat, hat sie die gesammelt. Und als wir, darf ich dann schon weiter hüpfen, als wir dann als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hat sie die gleich beim Friseur, da war ein Barber, Herrn Friseur, umgetauscht oder verkauft, hat sie Geld gekriegt, denn wir hatten ja kein Geld, nicht? Und mit den Moneten hatte sie dann rum angerufen oder Telegramm geschickt, denn wir hatten erfahren, dass unser Vater mit einem Transporter schon in Hamburg säße. Und da hat sie dann erfahren, wo und war auch in Kontakt dann mit Papa und wir waren in einem Lager zu der Zeit, ganz schlimm. Auf dem Boden mit Gepäck um uns rum, fürchterliche Kloangelegenheiten. Überall lagen Leute rum auf ihren Matratzen mit ihrem Gepäck in einem großen Hänger, wie sagt man, Fluchhänger. In einem Hangar. Hänger, ja. Und da sprach Mama mit Papa. Zum ersten Mal seit 7 Jahren und sagte, wir möchten kommen. Wir sind hier, wir möchten jetzt kommen, wo du bist. Und Papa sagte, nein, bleib ihr noch da, wo ihr seid. Ich muss noch mal rumhorchen, wo ihr unterkommen könnt, ja? Und meine Mutter, so resolut wie sie war, ruckzuck hat sie sich ein Ticket gekauft für uns, hat telegrafiert dem Papa, wir kommen dann und dann an, komm und hol uns ab. Also ihm blieb nichts anderes übrig, denn wir waren, bis er das kriegte, war schon unterwegs. Und wo sind Sie damals untergebracht worden in der Stadt? Oder was für eine Stadt war das? Das war Hamburg, Hamburg, Othmarschen. Da sind wir untergebracht worden, ganz feudales Viertel. Liebenswürdige Familie hatte das Esszimmer für uns bereit gemacht. Da durften wir auf dem Boden sozusagen schlafen, ja. Und wir kriegten Rote Kreuz Essen, dann fuhren wir mit der Straßenbahn, Christa und ich, in solchen Kanistern holten wir Rote Kreuz essen, das war Wasser, Kartoffeln, Kohl und Kümmel. Und die nannten wir Flohleichen. Den Kümmel mochten wir nicht. Und das Essen, das war unser Hauptessen
war überhaupt nicht sättigend. Wir hatten den Bauch voll, aber im Nu waren wir wieder hungrig, weil das ja nur Wasser war, nicht? Christa und ich natürlich über Zäune und was nicht alles, Rhabarber gefuttert und Erbsen, junge Erbsen geklaut. Also es klingt furchtbar, wenn ich das so sage. Aber anstatt aus der Haustür zu gehen, sind wir immer durchs Fenster rein und rausgestiegen, in dem wunderschönen, vornehmen Haushalt. Wenn ich daran denke, wie wir uns benommen haben, wir waren wild gewordene Flüchtlingskinder von Japan aus. Das war halt. Dann kamen wir dann auch in eine Schule für eine kurze Zeit. Aber wenn man nicht dauernd zur Schule geht, dann ist man immer irgendwie zurück und muss wieder einholen, aufholen. So. Und fremde Kinder um sich haben und so. Also, das war der Anfang in Deutschland. Sie waren zuvor noch nie in Deutschland gewesen. Was war denn Ihr erster Eindruck, als Sie ankamen? Ach, der erste Eindruck war fürchterlich. Wir waren im Zug und sahen das bombardierte, die bombardierte Stadt, Städte und alles. Das war furchtbar. Furchtbar. Also das horrendous, würde man auf Englisch sagen.